So, und damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Nonbytes. Ich bin Dominik und heute geht es wieder mal um Foto- bzw. Bildbearbeitung. Heute in On-One Photo RAW 2021. 22 ist leider noch nicht erschienen. Das Foto, das ich bearbeiten möchte, habe ich bereits geöffnet. Ihr seht es. Und es ist bereits fertig bearbeitet. Ich möchte heute mal einen etwas anderen Ansatz wählen und zeige euch das Ergebnis, wie es ungefähr am Ende aussehen könnte. Und jetzt werden wir das Ganze zurücksetzen und werden schauen, dass wir ungefähr die gleiche Bearbeitung hier wieder hinkriegen. Ich setze das Ganze also hier einmal zurück und wir kriegen jetzt hier das Originalfoto, so wie es aus der Kamera gekommen ist, ist vorher wieder durch Pure RAW gejagt worden, damit es erstmal gereinigt worden ist, damit es sauber ist. Rauschen und so, kennt ihr ja. So, wir sind jetzt hier, wie gesagt, in On-One Photo RAW 2021. Wir werden jetzt hier heute eine ganz normale, schnelle Grundbearbeitung durchführen, ohne viel Schnickschnack. Wir halten es heute für den Anfang einfach. Und zwar, wir arbeiten uns ganz normal von oben nach unten durch. Die Belichtung brauchen wir heute nicht. Aber wir fangen jetzt erstmal an und nehmen uns den Kontrast und ziehen den Kontrast ein bisschen hoch. Zuschneiden müssen wir das Foto heute auch nicht, denn der Ausschnitt, der beim Fotografieren getroffen worden ist, der passt auch so schon ziemlich gut. So, den Kontrast haben wir nach oben gezogen. Dann ziehen wir die Lichter etwas runter. Die Mitteltöne ziehen wir auch nochmal ein kleines bisschen mit nach unten. Und die Tiefen, da haben wir jetzt die Wahl. Nach unten, dann wird es dunkler. Oder nach oben, dann wird es heller. In meinem Fall möchte ich das aber möglichst dunkel haben. Also ziehen wir auch die Tiefen nach unten. Die Weißbereiche packen wir nicht an. Die schwarzen Bereiche lassen wir auch so, wie sie sind. Die Strukturen ziehen wir hoch und den Dunst, falls Dunst vorhanden sein sollte, nehmen wir ein bisschen weg. Und dadurch, dass wir den Dunst jetzt wegnehmen, kriegen wir mehr Farbe. Wenn man das vergleicht mit vorher. Oder machen wir kurz vorher, nachher. Vorher, nachher. Ja, da hat sich schon ordentlich was getan. Wir sind schon auf einem guten Weg. So, in den Farbbereichen ziehen wir die Sättigung runter und die Lebendigkeit ziehen wir ein ganz kleines bisschen hoch. Dann haben wir als nächsten Punkt die Reinheit bzw. die Lichter. Die Lichter, die nehmen wir auch ein bisschen mit rein. Die Tiefe, die ziehen wir etwas weiter nach oben. Und mal gucken, ob ihr erkennt, was hier passiert. Bestimmte Tiefenbereiche werden hier in eine etwas andere Farbe gehüllt, nimmt ein bisschen Sättigung raus. Grün wird praktisch ein bisschen entfernt. Dadurch entsteht hier so ein... Ja, was ist das? Ein ganz netter Effekt. Ich mag diesen Farbunterschied, der hier entsteht. Den finde ich ziemlich gut. Hier unten die Bereiche der Transformation, der Objektivkorrektur und der Schärfe und des Rauschens, diese wählen wir ab, denn
Die brauchen wir. Verdammt. Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Deswegen schalten wir die aus. So, jetzt haben wir es. Mit Steuerung Z könnt ihr Sachen auch wieder zurücksetzen. Es ist aus Photoshop. Ihr findet die Foto bereits bekannt. Ich glaube, in Luminar geht Steuerung Z als Zurücksetzen, glaube ich, auch. So, dann haben wir die grundlegende Bearbeitung schon abgeschlossen und wir sind unserem Ziel schon ganz nah. Jetzt gehen wir noch in die Effekte und suchen uns hier den Filter des Kreuzprozesses. Den wählen wir einmal an, so dass wir damit arbeiten können. Und ich glaube standardmäßig, weiß ich jetzt gar nicht, wie die Regler eingestellt sind, ob das jetzt gerade Standardregler sind oder nicht. Wir setzen das Ganze einfach mal zurück. So sieht das Ganze aus, wenn ihr in dem Kreuzprozessfilter nichts eingestellt habt. Wir werden das jetzt doch anpassen. Das heißt, wir nehmen hier den Betrag von 100% runter. Und stellen die Helligkeit, die Helligkeit lassen wir so. Den Kontrast nehmen wir noch etwas mit hoch. Und dann sollten wir mal hier kurz in die Farben gehen. Und ich nehme jetzt hier mal die Farbkombi Green Strong. Die sieht ganz gut aus. Und dann passen wir uns hier nochmal die Sättigung etwas an. Gucken nochmal, dass wir hier mit dem Kontrast ein bisschen rumspielen, je nachdem, ob ihr es heller haben wollt oder ob ihr es ein bisschen dunkler haben möchtet, könnt ihr euch das einstellen. Ich werde jetzt hier nochmal kurz die Helligkeit ein bisschen mit anpassen. Wir nehmen den Betrag der Farbe nochmal ein bisschen. Das spielen wir noch mal ein bisschen mit rum, setzen das mal so auf ungefähr, was haben wir hier? Ja, 70%. Und dann haben wir den Filter auch schon fertig. Und dann sind wir schon am Ende angelangt. Das war's schon. Die kurze grundlegende Bearbeitung ist fertig. Ich würde das Ganze jetzt abspeichern, beziehungsweise einfach exportieren und dann kann das Ganze genutzt werden, beziehungsweise veröffentlicht werden in der Galerie oder sonst wo. Ja, ich zeige noch mal kurz vorher, nachher. Das war das Originalfoto und das ist am Ende draus entstanden. Ja, wie gesagt, ich bin schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Abo da, gerne einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns im nächsten Video, wenn es heißt On One.